Hallo und herzlich willkommen zu dieser Runde War Thunder. Heute spielen wir wieder War Thunder. Und heute spielen wir mal die 47er Panzer von den Deutschen, die Jagdpanzer. Nur die Jagdpanzer. Also den Jagdpanzer 4 spiele ich jetzt hier. Ja. Oh. Was werden wir denn heute alles wieder in dieser Runde schaffen, so gesagt? Das werdet ihr alles wieder alles sehen hier in dieser Runde. So, da habe ich erstmal eine Stuck getroffen, eine Stucki 3. Da habe ich einen Schirmen mit einem Schuss auseinandergenommen. Wie schön. So, ich habe ja was vergessen. So, jetzt sieht es besser aus. So gesagt, es passiert gleich wieder was. So, da werden wir erstmal hier. Da ist noch kein Panzer, den man zerstören kann. Da ist auch noch gar keiner. Aber ich werde erstmal schön in der Ecke reinschauen, wo ja ein paar Panzer sind. So, da ist der erste T-34, den wir wunderschön mit einem Schuss auseinandergeschossen haben. So, da haben wir einen M10 mit einem Schuss auseinandergeschossen. Da hinten ist ein T-34. Wir haben mal schön den Motor und Kraftstoff oder sonst noch was zerstört. So, da haben wir eine Churchill MK3 gekrittet. Und jetzt haben wir den T-34 1942 zerstört mit einem Schlag. Und jetzt werden wir uns erstmal hier die Su-85, die wir jetzt zerstört haben. So, da werden wir jetzt erstmal um der Ecke schön fahren mit diesen Panzer. So. Da haben wir jetzt eine Stück 3 zerstört. Da habe ich jetzt mit einem Schlag wieder einen Hütel jetzt hier komplett auseinandergehauen. Jetzt habe ich den M4 mit einem Schlag rausgehauen. Das geht da flott. Den Kills. Diesmal. So, da habe ich einen kleinen, frechen, amerikanischen Kleinfitze-Bogenpanzer zerstört. Da will von mir ein kleiner, süßer T-34 abhauen. Aber das wird nichts für dich, du kleiner T-34-Spieler. So, da habe ich jetzt erstmal einen kleinen deutschen Panzer, der nichts jetzt an der Sicherung hat, aber trotzdem Free Kill. So, da muss ich mich erstmal ja orientieren, wo hier dann
auch die kompletten Gegner sind. So, da haben wir einen kleinen Kampfpanzer, aber 3F zerstört. Das ist der F war. Mensch, ist das ein Spinnerpanzer. Der Deutsche. So, da habe ich jetzt einen KV 1S zerstört mit einem Schlag. Da habe ich mal versucht drauf zu schießen. Hat nicht geklappt. Und da hat mich der M10 mit einem Schlag rausgenommen. Das war aber sehr blöde. Den habe ich gar nicht mehr bemerkt, dass er auf immer dort um die Ecke kam. So, das werde ich erstmal ein bisschen vorspülen, so dass wir das erstmal übersprungen haben. Jetzt kommen wir erstmal mit den kleinen süßen Hetzer rein. Hetzer 38. So. Um es wieder ein bisschen realistischer zu machen, machen wir das erstmal so und tun erstmal die Markierungen wegmachen. Wer diesen Hetzer und diesen anderen Panzer auch schön fandet, schreibt es mir in die Kommentare, wer den auch mag. Ich mag den. Ich mag die Deutschen auf diesen. So, da habe ich jetzt mit einem Schuss jetzt mal ein Flugzeug gerettet. Also er ist dann eben ein Flugzeug auf mich drauf gestürzt. Das war nämlich der dort. Dieser Flieger. Aber der dann irgendwann noch sterben wird. Da schieße ich erstmal auf die KV-1. Bin aber abgeprallt. KV-1. Ach, die KV-1 hat es verfehlt. Und konnte mich leider nicht treffen. Glück für mich, Pech für die KV-1. Bin abgebreit an der Stelle, war zu stark angewinkelt. Da habe ich mich darüber auch noch aufgeregt, dieser blöde KV-1. Wieso bin ich nicht durchgefahren? So, jetzt bin ich aber durchgekommen, der wollte abhauen. So, das werde ich erstmal ein bisschen überspringen hier. Dieses Rumgegammle von mir. Ja, ich habe ein bisschen rumgegammelt. So, jetzt können wir uns mal wieder ein bisschen langsamer machen, so wie es am Anfang war. So, da habe ich einen Kampfpanzerwagen 4 aus Version E kritisch getroffen und werde ihn jetzt mit einem Schuss rausschießen. Wunderbar.
So, jetzt werde ich mal etwas Blödes jetzt machen erstmal. Ich werde jetzt mal versuchen, jetzt mal diesen Innenpanzer von den Deutschen zu stören, den Innenpanzerwagen. Einfach mal die Stück, die sich noch im Spawn aufhält, noch zu zerstören, einfach mal so. Und den Schuss habe ich jetzt gerade eben verfehlt. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja noch einen Panzer. Guckt euch schon mal den Schuss an. Wie konnte er das denn eigentlich verfehlen? Diesen Schuss, Alter. Den habt ihr gerade eben gesehen, oder? Ich stand gerade eben seitlich zu ihm. Jetzt mache ich was ganz Blödes. Fahr einfach mal einen Spawn rein und habe jetzt gar nicht gemerkt, dass der Timer abgelaufen ist von der Spawn Protection. So. Fahr einfach mal. Und der zerstört nochmal mein Getriebe. Und ich habe ihn ausgeschossen. Ich habe ihn zerstört. Und jetzt explodiere ich. So, das war's eigentlich von der Runde. Tschüssi und lasst euch noch hier das Ende genießen. Ich bin wie so aus dem Game rausgegangen. Bye bye, Runde ist vorbei. Tschüssi. Nochmal.